willkommen bei Scotix.de. Dezember, 21. Dezember, Dienstag 2010. Wie wir sehen können, haben wir Unmengen an Massen von Schnee. Niederschlag in den letzten 14 Tagen im messbaren Bereich. Messbaren Bereich des Schneefalls liegt ungefähr, der liegt ungefähr bei 40 bis 50 cm an Neuschnee. Fast nahezu 60 cm seit dem 4. Dezember. Der Luftdruck beträgt 1004 Hektopascal. In den letzten 5 Stunden stabil der Luftdruck. Das bedeutet, wir haben keinen Wind. Der Wind liegt bei 0 bis 5 km pro Stunde in einem kaum messbaren Bereich seit gestern Nachmittag. Der Schnee ist also auf den Bäumen geblieben, der gestern hier in den Vormittagsstunden und den vorgestrigen Nachtstunden gefallen ist. Die Wetterprognosen für heute Abend: sinkende Temperaturen unter 0, 7 Grad bis 10 Grad unter 0. Für morgen und übermorgen weiter ist damit zu rechnen, dass eine Warmfront näher zieht und etwas wärmeres Wetter bringt, mit wärmeren Temperaturen, sodass das Tauwetter einsetzen kann. Wir haben also damit zu rechnen, dass wir Glättegefahr haben, und zwar dort, wo der Schnee taut und gleich wieder in den Abend- oder in den Morgenstunden dann wieder gefrieren wird. Ja. Das war es jetzt mal von euer Scotix.de.